Mit Blick auf die Situation in Russland. Das ist eine Angelegenheit innerhalb Russlands. Da mischen wir uns als Europäer, als Deutschland nicht ein. Wir beobachten natürlich genauestens die Lage. Für uns ist der Hauptfokus, der alleinige Fokus, dass die Ukraine wieder wie alle europäischen Länder in Frieden und in Freiheit leben kann. Deswegen unterstützen wir humanitär mit Blick auf das Recht auf Selbstverteidigung und wirtschaftlich weiter die Ukraine. Die Situation vom vergangenen Wochenende macht erneut deutlich, das, was ich auch schon zu Beginn dieses Krieges gesagt habe, dass der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg eben nicht nur ein Angriff auf die Ukraine ist, auf unsere gemeinsame europäische Friedensordnung, sondern dass der russische Präsident Putin mit diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg sein eigenes Land kaputt macht. Wir haben das in dem letzten Jahr gesehen, dass Tausende von Menschen Russland verlassen haben. Wir sehen das an den wirtschaftlichen Folgen für sein eigenes Land. Und die Situation vom vergangenen Wochenende macht erneut deutlich, dass Putin mit diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auch die Sicherheit in seinem eigenen Land gefährdet. Und daher ist unser so eindringlicher Appell, dass dieser Krieg zu Ende gehen muss. Das liegt in den Händen des russischen Präsidenten. Wir alle auf der Welt wünschen uns Frieden. Wir Europäer wünschen uns nichts Sehnlicheres als Frieden. Und daher ist Frieden für uns das Allerwichtigste.